Servus, liebe Begleiter, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und diesmal zu einem ganz besonderen Thema, nämlich Bonsai. Ah, die kleinen Bäumchen in der Schale. Und ja, erstmal sind vielleicht welche dabei, die ein bisschen getriggert werden aufgrund des Videotitels. Und da möchte ich gleich vorab sagen, also die ganze Veranstaltung hier läuft unter Kompetenz ausstrahlen. Ohne irgendeine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von Bonsai und ich mache das zum ersten Mal. Und ihr dürft mich dabei begleiten. Und meine Technik, wie ich das mache, werde ich euch zeigen. Vielleicht gefällt es euch, vielleicht ist ja irgendwas dabei. Viele, viele Wege führen nach Rom. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ihr interessant findet und wo ihr auch Spaß dran habt. Aber gut, schauen wir jetzt erstmal, also Thema Bonsai natürlich, man kann zum Beispiel aus einer kleinen Heckenkirsche sich selber einen Bonsai über viele Jahre heranziehen, werde ich auch versuchen und dafür habe ich auch diese Pflanzen hier, hier die Forsythie und die Heckenkirsche. Das sind Spenderpflanzen, von denen werde ich Ableger machen und werde dann auch versuchen, über die Jahre daraus auch Bonsai zu machen. Aber richtig interessant wird es doch eigentlich erst, wenn die Dinger schon Charakter haben, wenn die schon aussehen, als wenn die schon irgendwie 30 Jahre oder so in dem Topf stehen. Und das ist der Weg, den wir heute gehen wollen. Heute wollen wir versuchen, alte Bonsai innerhalb von rund 3 Monaten zu erzeugen. Ich habe mir schon einiges hier vorbereitet und wie meine Vorgehensweise dabei ist, dazu kommen wir jetzt, zeige ich euch jetzt dann im Detail. Ja, dann legen wir mal los. Also das erste, das habe ich schon mal vorbereitet. Das ist ein 10 Liter Kanister und der ist mit Weidenwasser gefüllt. Weidenwasser selber hergestellt. Einfach Holzstücke von einer möglichst grünen Weide abschneiden und mit Wasser auffüllen und dann stehen lassen. Ziel der ganzen Geschichte dahinter ist, Weidenwasser soll eine wurzelwachstumsfördernde Wirkung haben. Und schaden kann es ja nichts. Und von daher habe ich das schon mal ja, vor 3 Tagen angesetzt und einfach in der Sonne stehen lassen und durchziehen lassen, ab und zu mal durchgerührt. Und das Wasser werden wir gleich verwenden. Des Weiteren brauchen wir eine Schere, Cuttermesser, Akkuschrauber und Getränkeflaschen. Aber bevor wir das machen, muss ich immer ein bisschen aufpassen hier, was ich hier liegen lasse, weil der Wind hier dann doch immer mal wieder ein bisschen umeinander weht. Jetzt haben wir hier einen alten Eimer und Sphagnummoos. 100 Gramm ist eine Tafel und es ist so ein gepresstes Zeug, ein gepresstes Moos und es wird mit Wasser aufgelöst und so eine komplette Tafel, ein bisschen habe ich schon entnommen, weil ich hatte ja schon einen Bonsai, einen zukünftigen Bonsai in Arbeit. Und danke schon mal oder nochmal für euer Interesse an der ganzen Geschichte. So, packen wir das mal aus. Hoppa. So, also einfach die Tafel in den Eimer. Und dann füllen wir da mal
von unserem Weidenwasser was rein. Akkuschrauber auf der Seite, dass der nichts mitkriegt. Halte ich jetzt einfach oben die Finger drüber, dass die Stöcke nicht mit rausgehen. Keine Panik, zeigt es euch gleich. So, jetzt ist die Platte da drinne, saugt sich jetzt langsam mit Wasser voll und wird dann an Volumen gewinnen. Das ist jetzt, wie gesagt, Sphagnummoos. Und wenn ihr das nachmachen möchtet und ihr habt das Glück, in Anführungsstrichen, dass ihr einen vermoosten Garten habt oder eine vermooste Rasenfläche, dann könnt ihr auch einfach das Moos aus dem Rasen raushaken mit möglichst wenig Rasenstücken drinne. Am besten da nochmal eben gucken. Ja, aber ihr seht schon, wie toll sich das auflöst und an Volumen gewinnt. Einfach das Moos aus dem Rasen raushaken. Ja, wir haben hier in Bulgarien kein Moos. Dafür ist die Sonne einfach zu heftig, zu brutal. Also ich habe zumindest hier noch keine vermooste Stelle gefunden. Jo. Ah, da passt schon noch ein Schluck Wasser rein, würde ich sagen, oder? Saugt ganz schön das Zeug. Gefüllt. Zu viel Wasser können wir eh nicht reingeben, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Aber jetzt kann sich das erstmal schön ausbreiten und an Volumen gewinnen. So. Ja, ich glaube, ich gebe noch mal einen Schluck drauf. So, und damit stellen wir das an die Seite und widmen uns den Getränkeflaschen. Als erstes, ja, ich mache es jetzt nicht ganz unten, ich mache es ein bisschen an der Seite. So vier, fünf Löcher reinbohren. Das ist am einfachsten, wenn die Flasche noch richtig stabil ist, deswegen mache ich es gleich jetzt. Bleibt da. So, das soll schon reichen. Dadurch haben wir unten noch eine kleine Wasserreserve drin. Und dazu kommen wir aber gleich. So, Cuttermesser. Einfach um einen Anfang zu machen. Und ja, ich habe hier so eine Markierung, aber ja, ein bisschen höher gehe ich vielleicht. Ja. Na, komm. Jetzt. So, schneiden wir ein. Zack. Und dann mit der Schere. Na, komm her. Alles nicht so wild, alles nicht so wichtig, Hauptsache so halbwegs gerade. So, da haben wir schon mal ein Töpfchen. Den wir eben an die Seite. Vielleicht beschweren wegen dem Wind. Und der nächste Schritt ist jetzt hier
Moment. Eins. Zwei. Drei Einschnitte. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. So, dass zwei Laschen entstehen. Und das Gegenüber auch nochmal. Da sind wir ungefähr. Alles keine Religion, alles so Pi mal Daumen. Eins, zwei, drei. So. Ja, dann wäre der schon fertig. Bisschen Gewicht dran. Und dann kommen wir zum oberen Teil. Auch da wieder einmal einschneiden. Und wieder mit der Schere. Einmal rum. Schnibbel die Schnapp und gut ist. So. Und auch hier wieder gegenüberliegend einschneiden und zweimal ungefähr im gleichen Abstand daneben. Und damit haben wir dann schon den nächsten Schritt. Hier wieder die beiden Laschen. Und da auch. So. Und das mache ich jetzt erstmal bei allen Flaschen. Und wenn die vorbereitet sind, sehen wir uns wieder. Ist Moos, kann derweil weiter quellen. Ja, das wird schon. Gut. Also, ich bereite weiter vor und dann sehen wir uns gleich wieder.